Hallo und herzlich willkommen bei Hör mal Folge 7. Ich bin sehr gespannt, was mich erwarten wird, nachdem wir Detti ziemlich beschimpft haben, was denn das sollte beim Bo mit seinen Wahlgesängen oder einer Lokomotive, die über eine Eisenbahnbrücke fährt. Das habe ich da persönlich empfunden. Ich konnte die Enttäuschung von Bo auch richtig gut verstehen. Ich erwarte irgendwie Schlimmes, aber lasst uns mal schauen, was er uns reingetan hat. So, da haben wir Kappi Boy, Fridolin und Oleg und Bolleg. Daddy, bei Kappi Boy kommt mir irgendwie Capital Bra. Wenn das dein Pseudonym dafür sein soll, dass du dahinter Capital Bra versteckt hast, dann bin ich sehr enttäuscht von dir. Schauen wir mal. Ich nehme Capy Boy. Ich nehme Lied Nummer 1. Und ich habe immer noch Angst. So, Detti, es war Capital Bra. Warum tust du mir sowas an? Weil ich kann, weil ich kann. Ich weiß es nicht. Aber die ersten Bilder, die man gesehen hat, Plattenbau, eine saubere Straße. Also da hat Berlin wirklich mal gekehrt, weil eigentlich kenne ich nur Berlin als ein Drecksloch. Das gibt eine Anzeige. Kann es sein, dass er da am Anfang schon sein komisches Fahrradklingelgeräusch drin hatte? Ich bin gespannt. Allelele. Du beschwerst dich, dass du unser Amon Amarth nicht verstehst. Aber wer soll denn das verstehen? Jugendsprache? Frau an der Gurgel? Steaks? Heute Instant-Nudeln? Also, ich weiß nicht, wer sich sowas wirklich freiwillig reinzieht. Das muss ja diese Generation Z sein. Aber von denen braucht man eh nicht viel erwarten, wahrscheinlich. Okay, Boomer. Skrupel, der Brauslöwe. Guck mal, wie ich nur mit Wörtern meine Feinde töte. Der Staat will mich nicht oben sehen, wie Mindestlöhne. Wie ich mit meinen Wörtern meine Feinde töte. Ist das nicht. Habe ich nicht von dem Typen irgendwas gelesen, dass er wie Bushido jetzt ja dann irgendwann Polizeischutz braucht? Weil er sich auch mit den Falschen angelegt hat? Kein Kommentar. Aber deren Kinder sehen aus wie meine Söhne. Drück den AMG 300 und die Erde bebt. Sehen aus wie meine Söhne. Ja, sowas passiert, wenn Inzucht ein Kreis ist, aber I don't know. Aus Bayern mit dem Kontostand von Neymar. Was für Schutz kennt ich meine Sachen.
Ganz ehrlich, ich kann dem Typen nicht folgen, was er mir damit sagen will. Ich habe keine Ahnung, außer dass er meint, dass er der Größte ist. Ist er das? Kennt man den? Also, ich kenne ihn irgendwoher durch irgendwelche Nachrichten, aber hat er wirklich so großen Erfolg? Halt, stopp! Kappi und Klaas rasieren alles! Late Night Berlin lebt! Die Gang ist mein Team, die Gang ist mein Team, die Gang ist mein Team. Late Night Berlin, Bruder. Die Gang ist mein Team, die Gang ist mein Team, die Gang ist mein Team. Wir schießen beim Vorbeifahren. Die Gang ist mein Team, die Gang ist mein Team, die Gang ist mein Team. Late Night Berlin, Bruder. Die Gang ist mein Team, die Gang ist mein Team, die Gang ist mein Team. Und komm zum Tisch mit Schafen, so wie thailändische Kellner. Meine Lehrer fragten damals, was soll später aus dir werden. Und heute drücke ich Karten mit 680 Sterben. Ruf gut zuvor an und klemm mir Klunker aus Abwerben. Bro, ich will nur Geld, ich hab verschlampt, keine Nerven. Und die ganzen Leute merken. Tja, und diese Fake Rolex. Na klar, bin ich echt. Wahrscheinlich. Alter. Ich frage mich wirklich, was aus Leuten werden soll, die sowas hören. Daddy, sag mir bitte, dass du dir da irgendwas rausgesucht hast, weil das gerade modern ist irgendwie. Aber nicht, dass du dir sowas anhörst. Bitte. Der Bratan hat einen Schaden, komm mit Exxon in dein Laden, pack die Stangen in das Laken. Keine Weihkolleg, ja, mir knurrt der Magen. Bratan, was für Gangster, meine Bros und Psychopathen. Drück den AMG 300 und die Erde bebt. Ich komm auf die Bühne und schreib deinen Leben. Alles ändert sich, doch niemals Kappis Qualität. Ich komm auf... Niemals Kappis Qualität. Ja. Seitdem es Streaming gibt und keine CD-Verkäufe mehr, braucht man anscheinend keine Qualität mehr im Hip-Hop. Bada-ba-bum, pow. Oh! Ich bin unser Berlin-Lehm. Ghetto-Ghetto war in meiner Welt nur Parazell. Ich komm auf die Bühne und sei Berlin-Lehm. Kein deutscher Postkolleg, der Schriftvertrag wird abgelehnt. Ich komm auf die Bühne und sei Berlin-Lehm. War es das jetzt schon, dass der jetzt eine Werbung für seine neue CD kommt? Ich kann es echt nicht glauben, dass Leute sich sowas anhören. Ist das Qualitätsmusik? Ist es wirklich in Deutschland jetzt halt modern, dass man mit Waffen und sonstiges angibt? Ich bin fassungslos. Dass es Leute gibt, die sich sowas wirklich anhören. Schauen wir mal in Track 2. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hey, stabiler Dönerpreis im Hintergrund für 4 Euro. Das schaffst du auch wahrscheinlich nur noch in Berlin. Wie war das mit der Dönerbremse? Dönerpreisbremse. Ja.
Ты моя любимая, такая дивная, красивая я. Справедливая, непобедимая, ты моя, я, baby, ты моя. Der Anna steckt sich was zum Essen in die Hose. Wird da jetzt der Diebstahl auch noch verherrlicht? Alter. Ich muss vorspulen. Irgendwie macht mich das aggressiv. Also das Lied kann ich gleich weiter skippen, weil egal wo ich rein schau, ich verstehe nicht mal ein Wort, was der sagt. Kapi und Klaas rasieren alles. Late Night Berlin lebt. Die Gang ist mein Team. Die Gang ist mein Team. Die Gang ist mein Team. Late Night Berlin, Bruder. Die Gang ist mein Team. Die Gang ist mein Team. Die Gang ist mein Team. Wir schießen beim Vorbeifahren. Die Gang ist mein Team. Die Gang ist mein Team. Die Gang ist mein Team. Ja, ja. Ты моя любимая, такая дивная, красивая я. Справедливая, непобедимая, ты моя, я, baby, ты моя, я. Okay, ja, das war ja wohl mal nix. Schau mal in Track 3. Warum hängst du jetzt halt? Schau nicht mehr, der Rechner hat mehr Bock drauf. Anna. Unter dich der Schritt, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star, so wie Neymar. Und die Kachbaubäder. Sie legt an meinem Jarak und ist schon mein Paper. Und der Richter scheint, ich war der Täter. Doch heute bin ich ein Star, so wie Neymar. Und die Kachbaubäder, sie legt an meinem Jarak und ist schon mein Paper. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nicht mal, was er mir ausdrücken will damit. Paradas Kies, Happy Thief und ich schieß. Rollen Benz ist mein Kies, locker easy Kolleg. Ja, der braucht uns süß ein Respekt. Auch wenn's keiner von euch versteht, dass der lila Batzen mir schmeckt. Komm und baller sie weg. Nur noch Cash in meinem Head. Jeder Song ist ein Brett. Roll noch ein, ich bin fett. Roll noch ein. Jeder Song ist ein Brett. Nein. Absolut nicht. Oh Mann. Was tust du mir hier an, Daddy? Rein theoretisch hat das genauso wenig Aussagekraft wie die Songs, die der Bo gehört hat. Na, vielleicht hatten die sogar mehr Aussagekraft. Den Bra und ich zieh sie am Sand. Komm, wir vergessen, was war. Denn ab heute geht es uns gut. Bra, ich krieg nicht genug. Alle Scheine sind rund. Du hältst besser den Mund. Wenn die Krieg. Ich weiß. Hey, hey. Ja, wir bleiben, bis wir sterben. Ja, ja, wir glänzen so wie Sterne. Da macht er schon wieder das Zeichen mit der Gnade. Also wenn man so hart ist und Wachung, läuft man dann zur Polizei und braucht Hilfe, weil man sich mit den falschen Leuten angelegt hat. Come on, der Typ ist doch ein Witz. Also, ich weiß es ja nicht. Schauen wir mal, was uns der Daddy dazu geschrieben hat. Ja, Capital Bra, Berlin lebt. Ich weiß nicht, was Song 2, One Night Stand. Ich weiß nicht, was ein One Night Stand mit einem Supermarkt zu tun haben soll. Hm.
Vielleicht hat er keine eigene Wohnung. Vielleicht hat er sich dein Hinterzimmer gemietet. Und es setzt den Neymar. Den Zusammenhang zwischen dem Fußballspieler Neymar und ihm habe ich jetzt auch nicht verstanden. Neymar kann wenigstens Fußball spielen. Der kann meiner Meinung nach gar nichts, aber irgendwelche Leute werden ihn nicht an. Oh Mann. Detti, ich hoffe wirklich, dass du dir sowas nicht reinziehst. Ja, so, das war jetzt die Folge. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass es beim nächsten Mal besser wird, Detti. Das reicht uns nicht! Ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Ich bin sprachlos. Ciao, Servus.